So, jetzt hier herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin mal gespannt, wie das heute hier wird. Ich mache heute hier mal ein Unboxing-Video. Letztes Mal habe ich euch ein Video gezeigt, wie ich mich vorbereite auf den Silverstone Grand Prix. Und das war ja so ein bisschen so Hell-Dunkel-Problematik. Das lag also jetzt an meinem alten Handy hier. Und da habe ich ja gesagt, ich brauche ein bisschen neue Hardware. So, und da habe ich bei Amazon ein bisschen geguckt, also eine halbe Stunde, Stunde mal geguckt, was es so gibt. Und ja, gibt ja so diese GoPro-Kameras, die kosten ja so 200-300 Euro, und aber gibt total viele Alternativen. So hier, so China-Nachbauzeugs. Und da war jetzt so, die kosten so, ja, so zwischen 50 und 100 eigentlich. Also da gibt's schon wirklich viele. Und jetzt habe ich eine hier, die war in so einem Angebot, das lief irgendwie runter, und die kostet jetzt hier 41 Euro. Und da dachte ich, ja komm, kaufe ich einfach mal, weil wenn die gut ist, behalte sie, wenn nicht, dann schicke ich sie halt zurück, Amazon-Style. Und achso, das muss ich kurz vorab sagen, die ganzen Marken, die ich hier nenne, ich habe da nichts mit zu tun. Gut, ich bin halt Besitzer dieser Produkte, weil ich mir die irgendwie ausgesucht habe. Ich recherchiere da eigentlich relativ lange immer, und dann kaufe ich das, aber hier gibt es irgendwie keine Provision oder sowas. Also das ist einfach so mein eigenes Zeugs, und ja, deswegen, ich quatsche einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Okay, also jetzt hier, da habe ich mir so eine Victra ausgesucht. Ne, warte, ich hatte noch einen Gag vorbereitet. Warte mal, ich mache das anders. Ich bin ja jetzt schon hier so ein bisschen älter, brauche eine Brille, pass auf. Zack, so. Nein, falsch getatscht, der wollte auf das Ding touchen, Alter. Okay, ja, so ist doch schön. Guck mal, hier kann man es auch wirklich sehen. Hier so eine 4K Ultra HD. Ja, also 4K mache ich wahrscheinlich nicht, weil da habe ich schon gelesen, das ist nicht so cool, aber Full HD soll wohl echt gut sein. Und das ist eine Victra AC700. Da gibt es auch eine 800 und eine 900 und auch irgendwie eine 200. Aber so wie ich das jetzt gefunden habe, ist so die 700 die einzige mit einem externen Mikrofon. Genau, hier steht's. Da steht's. Weil das ist ja auch noch so eine Problematik, irgendwie den Ton so gemeinsam drauf zu kriegen. Und hier kann man nochmal die Tags sehen, genau. Und auch wo das hier herkommt, irgendwie hier direkt hier aus Chinatown oder hier der deutsche Lieferant. Keine Ahnung. Komm hier aus der Nähe essen. So, jetzt machen wir das mal auf. Ich habe mir überlegt, ich mache das mal so hier im Stehen. Ich wollte erst im Sitzen. Aber dann wäre das mit dem Video nicht so cool gegangen. Alter, ich bin auch ein bisschen blind hier. Pass auf. Zack, so. Weil so kann ich das auch direkt kontrollieren, ob ihr alles seht. So. Ah ja, guck mal, hier richtig schöne große Verpackung. Meine Kreditkarte direkt dabei. Das ist ja wirklich, das ist ja geil. Ist ja nichts drauf, ne? Ist ja einfach nur. Oh, nee, doch hier. Hier, pass auf, Kärtchen. Dear Mr. and Mrs., thank you for purchasing. Das werde ich wohl jetzt hier bestärkt, dass ich das gekauft habe. Hier soll ich irgendein Experience. Ah ja, hier bewerten, okay. User Manual. Verschiedene Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch, Italiano, Spanisch, Japanisch. Oh, Japanisch ist ja cool. Hier für Frankie Boy, der kann ja Japanisch hier. Sagt mir jetzt nichts. Okay. So, hier Kamera. Cool, hab ja noch nie sowas in der Hand gehabt, ne? Warte mal, so sieht man das besser, ne? Ja, cool, das ist irgendwie so ein Gehäuse hier, ne? Das ist so ein Halter oder Mount, wie man sagt. Ach, guck mal, hier geht es wohl auf, oder was? Komm, wir machen das kaputt und dann schicken wir es zu Amazon und sagen, wir war schon. Das ist auch ein Scheiß, oder? So. Man müsste eigentlich wissen, wo so der Abfalleimer von Amazon ist, ne? Weil man hört ja immer in den Nachrichten, die schicken alles weg. Die schmeißen alles weg. Und da wäre doch irgendwie mal cool, wenn man den ganzen Müll dann. Eigentlich könnte man sich den Müll einsammeln und dann bei eBay verkaufen. Das ist aber so die neue Geschäftsidee, oder? Also hier, wer das hier so hört, wir müssen rausfinden. Wir gründen so einen Verein. So ein, ich kriege das nicht auf hier, ey. Bin zu doof. Komm, wir gucken, was jetzt sonst noch so drin ist. Hier, so ein großer Kasten. Ach, guck mal, da steht was aus. So, hier oben. Pass auf. Das ist ja so ein Männerding, ne? Die lesen ja irgendwie nicht so Anleitungen, sondern die gucken ja erstmal, wie das geht. Aber
Das. Okay, ich lese das jetzt mal hin. Ey, ihr denkt, ich bin doof, ne? Überhaupt, ey? Okay, alles klar, also cool. Okay. Ja, also hier ist so ein Ding. Da steht auch irgendwie hier Play, ne? So, die Richtung. Also hier so in die Richtung. Ah, und dann, genau, dann geht das auch und dann. Dann geht das vorne auf. Alter Schwede. Okay, dann. Okay, jetzt ist hier so offen. Das ist ja geil. Das geht ja gar nicht auf, Alter. So, jetzt habe ich das auf. Und jetzt geht die vordere Klappe auf. Ernsthaft? Tatsache. Okay. Und ja, komm, irgendwie so. Okay, also das ist hier. Guck mal, das ist die Kamera. Boah, die ist ja klein, Alter. Die ist ja cool klein. Okay, tue ich mal eben weg. Das ist Gehäuse. Das ist so hier wasserfest, irgendwie, ne? Bis, ich glaube, 40 Meter Ständer. Ja, hier schwimmen wollen wir nicht. Also ich tue das mal irgendwie weg. So, wir wollen ja so Racing-Videos machen. Okay, das tue ich jetzt auch erstmal weg. So, jetzt gucke ich mir die an. Hier oben ist ein Mode-Knopf. Hier ist so eine Folie, um die Linse zu schützen. Okay, hier ist ein OK-Knopf. Da ist so eine, keine Ahnung, was das ist. Eine LED oder so eine Foto Widerstand oder keine Ahnung. Display. Da. Ach, sorry Leute, ich habe es euch gar nicht gezeigt, ne? Das ist ja doof. Also hier sind zwei Knöpfe irgendwie. Lautstärke steht da auf jeden Fall drauf. Ist das hier eine Beschädigung? Das ist so. Jetzt kann man das sehen. Das ist so Klebe. Produktionsüberschuss. So, erstmal 3 Sterne Abzug. Nein, Quatsch. So, hier Ironie und hier Videos, ne? Ist. Pass auf, hier ist irgendwie. Da ist bestimmt Batterie drin. Okay. Und hier, das ist für mich wichtig. Das ist der Anschluss für das externe Mikrofon. Das ist, dann werden wir auch dabei haben. Dann haben wir hier noch USB. Zweimal, ja. Und einmal Mini-SD für die Speicherkarte. Stimmt, die habe ich auch noch besorgt. 64 MB, 12 Euro. 64 Gigabyte. Ja, ich komme noch aus der Megabyte-Zeit hier. 1,44, wem sagt das was? Also wir hatten so Speichermedien, so da gab es so kleine, da passt, witzig eigentlich, auf die kleinen passten 1,44 und auf die großen passten 1,2. Und die großen waren so läbbrig. Ja, Disketten waren das. Wahnsinn. Kennt das noch jemand? Wer kennt nur Disketten? Ja, hier brauchst du auch wieder 12 Finger, ey, um das aufzukriegen. Da ist auf jeden Fall der Akku drin. Boah, ey. Ja, okay. Das ist die Kamera. Ist er weg. Ach, guck mal, hier Kaffee habe ich auch noch positioniert. Pass auf. Mal so einen coolen Move hier. Also, dritte Kaffee heute. Boah. Kaffee mit Milch. Boah, arschgeil. Ja, pass auf, okay. Hier haben wir eine Ersatzscheibe offenbar. Warte, ich mach das mal hier woanders. So, kannst du das auch sehen, ne? Also, was ja alles so dabei war. Hier, der ganze Karton meiner da. So, nochmal ein bisschen Schärfe nachregulieren. Ist hier auch Handy, ne? Deswegen, das soll jetzt hier die neue Kamera werden. Aber vielleicht taucht die auch gar nicht. Also, keine Ahnung, wir werden es sehen. Hier ist das Mikrofon drin. Ja, sehr cool. Das mache ich mir hier ans Revers. Das stecke ich hier in eine Kamera ein. Das wird super. Okay. Jetzt hier Zubehör. Also, hier haben wir noch eine Fernbedienung. Ich glaube, 10 Meter oder so kann die. Dann haben wir hier einen Akku. Wie viel Millipower hat der denn? Alter. So, hier. Gucken wir, was das Handy noch so kann. Ne, siehst du, ist unscharf. 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 Ich lese euch vor. 3,7 Volt, 1050 Milliampere Stunden, 3,885 Wattstunden. Okay. Nullt ihr aus. So, und jetzt hier jede Menge USB-Kabel. Noch ein Akku. Ah, zwei Akkus. Ah ja, okay, das macht auch Sinn, ne? Einladen, ein
In Benutzung, hier haben wir noch so einen Halter. Ich habe keine Ahnung, wofür die alle sind. Aber stimmt, ich kann die ja auch mal hier auf mir auf den Helm schnallen und dann mache ich mal ein Video, wie ich hier durch die Wälder rase. Ja, das wird für einen Lenker sein oder so, ne? Das ist ganz cool, okay. Ah, dann macht auch das Wasserdichte wieder Sinn, ne? Hier Wasser und Schlammdicht. Okay, also das. Ja, das kriege ich ja so nie auf meinen Lenker. Ich habe ja ein viel dickeres. Den Satz jetzt zu Ende für. Okay. Hier, so ein Gurt. Ja, das. Mit einem Gurt? Ja, vielleicht mit einem Gurt. Ah, ja, hier, okay. Hier, genau. Ja, hier machst du die ums. Ja, ist lange. So, hier machst du die ums Handgelenk, genau. Und dann kannst du dich da selber mitfüllen, wenn du lustig bist. So. Ach ja, das ist witzig. Das ist so eine Halterung, wie ich sie. Für mein Stativ, genau. Ja. So. Dann hier, keine Ahnung, noch so ein Moped. Hier noch. Warum mache ich das eigentlich so schnell? Das muss doch irgendwie gar nicht so schnell gehen, ne? Ein kleiner Hektiker hier. So. Dinger halt, keine Ahnung. Jawohl! Taschentuch. Ja, brauche Heuschnupfen, ja. So, hier so. Was ist das denn? Drahtschlinge? Diebscheiße, ich guck da, was kannst du mir Zähne durchbeißen? Und. Ja. Denn? Kabelbinder ist ja geil. 4 Stück. Hier wasserdicht verpackt, auf jeden Fall. Die dürfen nicht nass werden. Müssen wir so ein Silik, so ein hier, so ein Feuchtezugsmittelkissen rein. Das. Alter, was ist das? Ist das. Was ist das? Das ist eklig. Das ist ja geil. Oh, was ist das? Alter. Dreck, Blut oder Pupu? Oder Kakao? Das hat bei jedem. Also im besten Fall, ja. Also wir nehmen jetzt mal den besten Fall an. Das ist ja geil. Also bei. Sollen wir das mal irgendwie bewerten? Oder wir schicken das jetzt zum Gesundheitsamt. Wir nehmen ja jetzt mal eine Probe. Im besten Fall ist einfach nur jemand mit Dreck gefallen, ne? Das ist ja ekelig. Das ist ja, also ich mache echt mein erstes Unboxing-Video hier und dann direkt sowas. Das ist ja, bah, muss ich erstmal direkt hier waschen. So, Gurte, okay. Das ist aber so, das geht gar nicht, ey. Boah, ist das. Okay, was machen wir da? Vorschlag. Okay, jetzt habe ich doch glatt hier die Schärfe verloren. Ja, das ist, ja, schönes Messer habe ich hier produziert. Okay, das ist jetzt einfach nur, damit ihr wisst, wie jetzt so das nächste Video aussieht. Ja, ich werde jetzt im nächsten Step, denke ich, das Ganze, diese Tüte, das Ganze hier auf meinen, ich werde erstmal die Akkus laden. Wo ist überhaupt das Laden? Ah, okay, man lädt es offenbar über USB. Ist jetzt so kein, stimmt, okay, das ist so, könnte man jetzt bemängeln, wenn man will. Da ist jetzt irgendwie kein Steckernetzteil dabei oder Ladegerät oder so, sondern man muss jetzt. Wo haben wir es? Irgendwo ist jetzt hier das USB. Ja, da war ein USB-Kabel hier. Man muss offenbar dann von seinem Handy so einen, ne, diesen USB-Port nehmen oder von, keine Ahnung, PC, Laptop. Wie auch immer. Oder im Auto gibt es ja auch diese 12 Volt auf USB, damit kann man das dann laden. Das werde ich dann erstmal laden und wenn es dann geladen ist, dann werde ich es mounten und dann werden wir mal, ja, wie eigentlich im letzten Video, so eine Einstellung nehmen, wie ich da Silverstone race. Also ich mache Formel 1, also ich bin ja Sim-Racer und stimmt, wer das jetzt das erste Video sieht, der denkt sich, von was redet er die ganze Zeit? Okay, wir machen Sim-Racing-Videos und ja, da werden wir einfach mal sehen, wie es dann ist und ja, cool, danke fürs Zusehen. Sagt mir mal, was ihr vor dem Unboxing haltet.
Sorry für den Mess hier, aber sonst war es eigentlich ganz cool, ne? Ich hoffe, der Sound ist ganz gut diesmal. Bild eigentlich auch, ist relativ hell. Also sagt einfach mal, was ihr davon haltet. Ich freue mich und ja, ich bin einfach gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr Daumen hoch nimmt und wenn ihr und Abos am Abos, 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 Abos. Ich freue mich über Abos. Ja, ich habe schon 8 Abos. Also mega. Hallo, hallo meine 8 Abonnenten, wenn ihr das hier seht, dann stups eure Nachbarn an. Wer will denn heute sein? Okay, cool. Also bis dahin. Danke.